Selten entspannt zeigte sich der tschechische Nationaltrainer Karel Mannhardt etwa zur Mitte des Spiels zwischen seiner Mannschaft und dem Nachbarn Slowakei. Nochmal ein Kontrollblick, es stand tatsächlich bereits 8:1 nach etwas über einer halben Stunde Spielzeit. Wir steigen ein mit einer Chance der Slowakinnen durch Miroslava Plensnerova und Janka Šulíková. Doch zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 5:1 und die Tschechinnen wollten mehr. Die Slowakinnen kamen kaum einmal aus ihrem Verteidigungsdrittel raus, immer wieder mussten sie sich den stürmischen Attacken ihrer westlichen Nachbarn erwehren. Hier ein Schuss von Teresa Vanižová. Schuss um Schuss kam auf das Tor des slowakischen Torfrau Daniela Susiakova, die in der 13. Minute das Hüten des slowakischen Gehäuses von Olga Jablonowska übernommen hatte. Doch auch bei Susiakova dauerte es nicht lange, bis der Puck zum ersten Mal im Netz landete. Deutlich die Probleme der Slowakin, den Puck aus dem eigenen Verteidigungsdrittel zu bekommen. Und deutlich die Geschwindigkeit der Tschechinnen. Die sich Chance um Chance herausarbeiteten, beziehungsweise in dem Fall, muss man sagen, herausspielten. Es war dann Klara Kmelová, die in der 17. Minute das 6:1 erzielte. Es dauerte nicht lange, Unaufmerksamkeit und Verwirrung in der slowakischen Abwehr, das 7:1 in der 18. Spielminute. Im zweiten Drittel mehr oder minder das gleiche Bild, auch wenn zuerst die slowakische Stürmerin Janka Šulíková eine Chance hatte. Und auch Miriam Mikesková die Chance zum Schuss aufs Tor bekam. Doch beide vergaben. Dann jedoch wieder die Tschechinnen. Das gleiche Bild, die Slowakei kommt nicht wirklich in einen eigenen Angriff. Die Tschechien zeigen ihnen, wie es besser geht und haben plötzlich die Torchance durch Vanižová. Kurz darauf es ist kein Powerplay, sondern beide Mannschaften sind mit 5 Feldspielerinnen auf dem Eis und Holešová überrascht die slowakische Torfrau mit einem cooler Puck durch die Schoner. 8:1, gespielt 28:13. Weiter geht's. Denisa Krišová Neuaufbau aus der eigenen Abwehr.
Krischowa läuft sich wieder frei. Schuss und Polenska versucht, den Abpraller zu verwandeln. Beide scheitern jedoch. Wieder wird den Slowakin der Puck geklaut und dann ist es Lucy Manhatova mit der Chance zum nächsten Treffer. Klara Kmelova folgt gleich mit zwei Chancen. Und auch Aneta Ledlova hat die Chance zum Treffer, kann diese aber nicht nutzen. Nächste Angriffswelle der Tschechinnen. Wieder war es Krischowa mit der Chance. Doch der Angriff ist noch nicht vorbei. Und im nächsten Anlauf ist Krischowa treffsicherer. Das 9:1 in der 38. Minute. Ein kurzes Lebenszeichen der Slowakin direkt im Anschluss. Mirja Mikeskova, die als einzigste bei den Slowakinnen in diesem Turnier positiv auffiel. Verwandelt sich ja zum 2:9. Ebenfalls noch die 38. Minute. Doch im Schlussabschnitt stellt Klara Kmelova den alten Abstand wieder her. Wieder sind die Tschechinnen einfach körperlich und geistig schneller und nutzen die Verwirrung in der slowakischen Hintermannschaft aus. Das ist die 46. Spielminute. Doch der Torhunger der Tschechinnen war damit noch nicht gestillt. Immerhin waren noch fast 10 Minuten zu spielen. Kapitän Alena Polenska sieht hier Eva Holežová und die hat keine Mühe, das 11:2 in der 53. Minute zu erzielen. Den Schlusspunkt setzte dann Dominika Laskova zum 12:2 in der 59. Spielminute. Drei verdient hohe Niederlagen bei diesem Turnier für die Slowakei zeigen, dass der Neuaufbau sehr schwierig werden wird.